Ja, MG ist ja jetzt nach Deutschland gekommen oder beziehungsweise in Deutschland auch erhältlich. Es gibt schon Händler, sogar einen hier gleich bei mir um die Ecke mehr oder weniger. Und ja, oder erhältlich sind momentan schon die Modelle MG ZS EV und der MG EHS. Jetzt denkt ihr, den habt ihr noch gar nicht gehabt, doch den habe ich auch vorgestellt, nämlich im letzten Video. Da war das nämlich der Plug-in-Hybrid, der heißt jetzt EHS. Ja, der MG ZS EV steht jetzt bei den Händlern in der Luxusausstattung Luxury oder Luxury, wie man es ausspricht, zu einem Preis von 30.420 Euro. Da gehen jetzt aber nochmal 6.000 Euro BAFA-Förderung von ab, wenn man die beantragt. Muss man natürlich selber machen, was wiederum einen Preis von 24.420 Euro ausmacht. Also das ist schon eine Kampfansage. Ja, und bekommt tut ihr dafür natürlich ein Auto, was vielleicht nicht so bombastisch ausgestattet ist mit allen Schnickschnack, den man sich so vorstellen mag bei heutigen Autos. Da gibt es andere, wenn ich jetzt beispielsweise mal jetzt auch akkuvergleichsmäßig den e-Soul mit ranziehe mit 39,2 Kilowattstunden in der Spirit-Ausstattung mit Lederschiebedach und Ladekabel, dann kostet der alleine schon 42.200 Euro. Okay, jetzt könnt ihr davon 9.000 Euro abziehen, dann sind das immer noch 33.300 Euro zu 24.420 Euro. Aber darum geht es ja gar nicht. So richtig vergleichen kann man die beiden sowieso nicht, weil der e-Soul ist viel höherwertiger ausgestattet, was jetzt die ganzen ja, kleinen Helferlein anbelangt, Fahrspurassistent. Und der ist ja teilautonom schon unterwegs, auch bei höheren Geschwindigkeiten, was der MG ZS EV leider nicht macht. Der macht es nur zwischen 60 oder 0 und 60 Stundenkilometer, also im Stadtverkehr letzten Endes. Doch kommen wir jetzt wieder zum MG ZS EV zurück. Man kauft mit diesem Wagen natürlich auch ein sicheres Auto. Das Auto hat 5 Sterne beim Euro NCAP Crashtest gemacht und das soll schon mal was heißen. Das ist man von den Chinesen aus der Vergangenheit ja nicht gewohnt gewesen. Die Dinger sind ja zusammengefaltet wie eine ja, Zigarettenschachtel. Und dass die Chinesen auch anders können, zeigt der SAIC-Konzern mit dem MG beispielsweise, mit den MG ZS EV. Nochmal zur Erwähnung, SAIC produziert ja auch mit VW zusammen die chinesischen Volkswagen-Modelle und die entsprechen dem europäischen Sicherheitsstandard. Gehen wir noch wieder zurück zu dem MG ZS EV mit seinen Sicherheitsausstattungen. Das Einzige, was ihm fehlt, was ihm wirklich anzukreiden ist, ist die fünfte Kopfstütze, nämlich hinten in der Mitte. Die hat er leider nicht. Und ja, ich sag mal so, eine Gurthöhenverstellung sollte ein Auto vielleicht auch haben. Aber dafür hat der Wagen 4 Gurtstraffer, nämlich auf den äußeren Sitzplätzen. Und das ist auch schon mal was wert. Ja, dazu gibt es dann auch noch einen Querverkehrswarner, Notbremsassistenten und einiges andere. Und der Wagen wird geliefert mit einer 44,5 Kilowattstunden großen Lithium-Ionen-Batterie, die für eine Reichweite nach WLTP von 263 Kilometer reichen soll. Und der Durchschnittsverbrauch liegt hier bei 16, Quatsch, bei 18,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aufgeladen wird der Wagen über Typ 2 CCS. Das ist ja hier bei uns in Deutschland mittlerweile der Standard geworden. Und so kann der Wagen in 40 Minuten auf 80% aufgeladen werden mit einer Maximalleistung von 50 kW. Wer jetzt nicht nur den Akku, sondern auch den Kofferraum aufladen will oder das ganze Auto beladen will, der kann dann halt den Kofferraum bestücken mit 448 bzw. 1160 Litern Fassungsvermögen. Die Rücksitzbank ist dabei 60-40 teilbar und das Dach darf mit 75 Kilo belastet werden.
Ja, serienmäßig habe ich es ja schon erwähnt, in der Luxury-Ausstattung verfügt der Wagen über Ledersitze mit Sitzheizung vorne und einem elektrisch verstellbaren Fahrersitz. Und natürlich gehört auch noch das Panorama-Glasschiebedach in einer Größe von 1,19 Quadratmeter dazu. Das Infotainment-System umfasst ein 8 Zoll Farbdisplay, welches über Android Auto und Apple CarPlay verfügt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Auto, was jetzt hier erhältlich ist, was ich ja auch schon vorgestellt habe. Das ist der MG EHS, also das Plug-in-Fahrzeug von MG. Auch wieder ein SUV, wie ihr es hier so schön sehen könnt. Und vorgestellt habe ich das Auto ja schon im Video 104. Ja, hier verlangen die Händler eures Vertrauens 34.812 Euro für die Luxury-Ausstattung. Abzüglich einer BAFA-Förderung von 4.500 Euro bleiben dann noch 30.312 Euro über. Ja, was bekommt ihr dafür? Ihr bekommt ein Sicherheitspaket, wie der MG ZSI, wie es hat. Da gibt es dann halt auch wieder den ProPilot. Bei einer Geschwindigkeit von 0 bis 60 Stundenkilometer steht er zur Verfügung. Hinzu kommt noch eine 360-Grad-Kamera, die nicht nur beim Rückwärtsfahren funktioniert, sondern auch, wenn man langsam vorausfährt. Den adaptiven Tempomaten, Notbremsassistent, Totwinkelassistent, Fernlichtassistent, Spurhalteassistent, Querverkehrswarner, Verkehrsschildererkennung und Stauassistent. Um jetzt mal so einige Punkte zu erwähnen. Sein starker Antrieb versprüht ja sehr viel Dynamik. So bekommt der MG EHS auch eine Leistung oder hat er eine Leistung von 258 PS mit 480 Newtonmeter Drehmoment. Damit die Kraft auch auf die Straße gebracht werden kann, verfügt der Wagen über eine elektronische Differentialsperre und die Kraft wird über ein 10-Gang-Automatikgetriebe an die Vorderräder übertragen. Ja, zu den Verbräuchen habe ich ja im letzten Video schon was gesagt. Da guckt euch doch am besten das Video noch mal an. Da habe ich auch noch mal einen Kommentar zu abgegeben. Die Verbräuche, die immer angegeben werden bei Hybridfahrzeugen, das sind ja immer so Wunschvorstellungen, die dort berechnet werden, die eigentlich kein Auto einhalten kann. Natürlich muss die Fahrbatterie, die eine Größe von 16,6 Kilowattstunden hat, auch irgendwann mal wieder nachgeladen werden, wenn nicht über das Auto selbst, dann halt über eine externe Stromquelle und da kann mit einer Leistung von 3,7 Kilowatt geladen werden. Ja, die Dynamik, die unter der Haube steckt, geht auch im Innenraum weiter. Es gibt sportliche Sitze und Armaturenbrett und Sportsitze. Die sind halt mit Echtleder und Alcantara bezogen. Das Infotainment-System verfügt über ein virtuelles 12,3 Zoll Cockpit und ein 10,1 Zoll freistehenden Bildschirm, ebenfalls wieder mit Apple CarPlay und Android Auto. Darüber hinaus verfügt der MG EHS über eine dritte Kopfstütze hinten auf der Rücksitzbank. Also der mittlere Sitzplatz hat eine Kopfstütze und es gibt auch eine Armlehne. Und ja, für das Wohlfühlklima sorgt auch hier wieder das gleich große Glas-Panoramaschiebedach. Ja, damit der Kofferraum besser beladen werden kann, verfügt der MG EHS auch über eine elektrische Heckklappe. Und das Kofferraumvolumen beträgt 448 bzw. 1375 Liter. Und auch hier ist die Rücksitzbank 60-40 teilbar. Und wer noch einen Anhänger ranhängen möchte, der darf das mit einer Gesamtlast von 1500 Kilo gerne tun. Jetzt kommen wir zu dem Knaller schlechthin, den MG jetzt vorgestellt hat. Der soll ab Mai verfügbar sein und ich glaube, da dürfen sich einige Mitbewerber etwas warm anziehen. Ja, denn dann kommt MG mit seinem Marvel Air Electric auf den Markt. Der Marvel Air Electric, dabei handelt es sich um ein SUV mit einer angegebenen Reichweite von über 400 Kilometer und einer angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer. Der Marvel Air Electric steht bei MG für ein SUV einer neuen Generation von Autofahren, Design, Luxus und Leistung, gepaart mit einer großen Reichweite und einer schnellen Lademöglichkeit zu einem fairen Preis. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie der Wagen auf dem
auf den Markt kommen wird. Ja, vom Außendesign her vertritt der MG Marvel Air Electric eine neue Designsprache, von der Front her gesehen zumindest. Man hat da nicht mehr diesen großen Kühlergrill drin, sondern wie das bei anderen Herstellern jetzt mittlerweile auch ist, hat man halt eine ja, spitz zulaufende Front, die geschlossen ist. Und diese Designsprache werden wir auch gleich noch bei einem anderen Fahrzeug von MG wiederfinden. Und ja, diese Designsprache spiegelt halt die innere Kraft des Marvel Air wieder. Zeitgleich zeigt es auch seine Proportion. Also das ist schon eine ordentliche Wuchtbrumme, die da auf vier Rädern steht. Im Inneren bietet der Marvel Air Electric einen Blick in die Zukunft. Hier wartet er mit einem 19,4 Zoll Touchscreen als zentrale Steuereinheit des Fahrzeugs auf. Die futuristische Ausrichtung des Innenraums unterstreicht das schwebende Design und das moderne Erscheinungsbild. Ja, wer im Innenraum eine futuristische und sportliche Ausstrahlung hat, er sollte das auch unter dem Blech halten, was er innen drin und von außen verspricht. Und so bietet der Antrieb des Marvel Air Electric sogar drei Elektromotoren in der Allrad angetriebenen Version mit einer Systemleistung von 212 kW. Das sind rund 288 PS bei 665 Newtonmeter Drehmoment. Der Marvel Air Electric beschleunigt von 0 auf 50 in 1,8 Sekunden, von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden. Die Reichweite wird mit über 400 Kilometer und die Höchstgeschwindigkeit mit 200 Stundenkilometer angegeben. Um die Hochvoltbatterie wieder aufzuladen, ja, dazu verfügt der Marvel Air Electric über einen 3-Phasen-Lader mit 11 kW Ladeleistung. DC kann der Wagen in 30 Minuten auf 80% aufgeladen werden. Und ja, ferner kann der Marvel Air Electric auch als externe Stromversorgung dienen mit einer Leistung oder mit einer Abgabeleistung von 2500 Watt. Wer dann noch einen Anhänger ranhängen möchte, der darf das gerne mit einem Gesamtgewicht von 750 Kilo tun. Um den Fahrspaß auch sicher zu gestalten, wird der Marvel Air Electric mit den bekannten MG-Sicherheitspaketen ausgestattet. Kommen wir jetzt zu dem vierten MG Electric, der dieses Jahr auf den Markt kommt. Und zwar ab Oktober 21 will MG den ersten vollelektrischen Kombi auf den deutschen Markt bringen. Auch hier finden wir nämlich das Design, was ich gerade schon angesprochen habe, vom Marvel Air Electric wieder. Und ja, der MG5 Electric verfügt auch über eine CCS-Schnelllademöglichkeit mit 3-Phasen-Lader, 11 kW Ladeleistung. Und er kann auch als externe Stromquelle genutzt werden mit einer Abgabeleistung von 2500 Watt. So, die Motorleistung des MG5 Electric wird angegeben mit 135 kW, das sind 183 PS und einem Drehmoment von 280 Newtonmeter. Wer noch mehr als den Akku laden will, kann den Kofferraum mit über 1400 Liter, das Dach mit 75 Kilogramm und einen Anhänger mit bis zu 500 Kilogramm Gesamtgewicht mit Gepäck bestücken. Und weil das Ganze gut für eine Reise ist, gibt es auch gleich noch eine Reichweite, genau wieder wie beim Marvel Air Electric, von über 400 Kilometer. Also was dabei rauskommt, das müssen wir denn natürlich mal testen, wenn der Wagen überhaupt erstmal auf dem Markt ist bei uns. Und dann werden wir mal sehen. Also 400 Kilometer ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein von den MG News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen rauf da. Und damit ihr keine weitere Folge verpasst, abonniert doch am besten den Kanal. Denn hier kommen jetzt noch ganz interessante Videos, die anfänglich auch hier noch was mit, ja, mit dem Psyche-Konzern zu tun haben. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Thank you.